Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Minecraft Ticket Light. Ja, da vorne ist der Dussel. Jetzt hat er sich versteckt wieder. Oh, ich bin voll zusammengezuckt. Oh, da ist die Quarry. Oh. Sieht cool aus von hier oben. Ja. Wenn man das jetzt hier noch ein bisschen geil. Wenn wir jetzt alles noch ein bisschen moderner hinkriegen, dann sieht das gut aus hier. Schlecht aussehen tut das von oben nicht, wenn man hier reinguckt ins Tal. Oh, das sieht ganz gut aus. Du gehst ins Haus und die Frames fallen, ne? Ab im Keller. Ja. So, ich schmeiß dir jetzt hier den Sand hin und du kannst das ja gucken, wo du das hinhaben willst. So, bitteschön. Weil du wolltest das ja unbedingt haben. Überlangt. Ja. Macht 5 Euro. Ja, Leute. Wir gehen mal nach der Quarry gucken, würde ich sagen. Was kommt denn jetzt schon für Materialien? Erde? Ach, könnte sein, dass oben kein Eimer mehr drin ist, ne? Dass du gerade die ganze Nacht, wo wir gelaufen sind, stehen geblieben ist, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, steht der Apparat, ja. Ja. Ja, du musst ja durch Energie bekommen von der Solar, sorry. Ja, jetzt, aber vorher, heute Nacht ist sie ja stehen geblieben. Ja. Ich habe 3 Eimer. Lava ist unten im Keller, ne? Die Kiste daneben, da müsste eine Lava drin sein. Ja, die habe ich jetzt da reingemacht, alle. Ja. Jetzt wollte ich neue holen. Ganz runter und dann rechts. Also okay. Nicht ganz runter, sondern kurz vorm Ende. Ja, werde ich wohl hören. Weil die Quarry ist jetzt erstmal unser... Genau. Hauptaugenmerk wird draufgelegt. Ja. Und wenn genug Materialien dann wieder da sind, dann werden wir auf jeden Fall beigehen und werden noch eine so. Eine Solaranlage auf jeden Fall nochmal daran hängen. Und irgendwann werden wir so viele Solaranlagen haben, dass es einfach keine Probleme mehr geben sollte. Genau. Okay, 3 Eimers habe ich voll. Und wenn das Problem nämlich beseitigt ist, dann ist es nämlich schon sehr geil. Sehr, sehr geil. Aber erstmal muss das gute Stück auch gut durchgehend arbeiten. Und noch arbeitest du nur mit Erde, was uns natürlich auf Deutsch gesagt nichts bringt. Genau. Eigentlich hätte ich sie gar nicht so hoch bauen brauchen. Und dann hättest du aber alles abbauen müssen. Nö, hättest du das selbst gemacht. Gut, aber das wäre ein Zeitverlust von bestimmt 20 Folgen gewesen. Ja. Na gut, jetzt kommt schon Stein nebenbei. Also jetzt geht's in dem Sinne los. Ja. Nicht viel, aber etwas. Na gut. Die 3 Eimer habe ich da wieder reingetan. Voll? Ja, volle Eimer. Ich finde das Ding einfach klasse. Da merkst du erst, Leute, wie unregelmäßig der Strom durch die Solarzellen wirklich läuft. Wenn es mal so puff, 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 weißt du? Ja. Das Ding läuft mal schnell, dann wieder langsam. Jetzt hat er gerade einen Stein mal abgebaut. Ja, cool finde ich das Ding echt. Also das muss ich wirklich sagen. Ja, das wird er jetzt bis hierhin abbauen. Die ganze Erde. Ah, und dann kommt nebenbei Erde und Stein.
Ja. Wenn die ersten Steinsorten kommen, dann kommt auch irgendwann Kohle. Und dann kommen andere Sorten etc. Ich kann mir in diesem riesen Viereck nicht vorstellen, dass es da keine Mineralien geben wird. Ups. Also sollte das wirklich der Fall sein, dann kotze ich aber richtig ab, das sag ich euch. Ja. Ich könnte auch nochmal probieren, eine dritte Solaranlage zu bauen. Aber ich glaube, dafür reichen unsere Materialien zurzeit einfach nicht. Müsste ich mir mal ausrechnen, was ich genau bräuchte. Um das in dem Sinne fertig zu bauen, ne? Ja. Okay, also wir bräuchten 8 von denen. Also wir bräuchten erstmal 8 Generatoren. 8 Generatoren sind 3 mal 8 sind 8, 16, 24. Also 24 Iron brauchen wir. Hätten wir 24 Iron? Nein. Da geht's schon los. Wir haben ganze 15 Irons. Und wie hat man die Irons nochmal hergestellt? Auch ganz normal geschmolzen, ne? Refined Iron? Ja. Ja, man muss einfach Eisen schmelzen. Ach ja, das hat man nochmal in Eisen geschmolzen, ne? Ja, also bräuchten wir noch mehr Eisen. Also, ja. In dem Sinne drehen wir uns gerade so ein bisschen im Kreis. Ich bin schon überlegen, ob ich die Turtles nicht wieder anschmeiße. Das wäre, glaube ich, ganz sinnig. Aber ich habe hier, genau in diesem Gebiet hier, da fallen die Frames ja was in den Keller. Das ist ja fürchterlich. Ab wenn ich zur Tür gehe, habe ich das Dreifache an Frames. Ich gehe rein in die Tür, puff, Feierabend. Was ist denn hier, was ist denn das, was das so runterfrisst? Wahrscheinlich die Motoren hier, die Generatoren. Und die Kabel. Wenn ich hier hingucke, habe ich das wenigste. Ja, das ist die Diamantkabel unten. Höchstwahrscheinlich. Ich habe absolut keine Ahnung. Wunderbar. Hier habe ich meine Kabel hingelegt, hier habe ich meine Kabel hingelegt, genau. Alter, wie schnell da die Erde durchpäst, ja, wie viel Erde haben wir denn jetzt schon in der Kiste? Ach du Scheiße. In welche Kiste kommt Stein? Ganz rechts unten oder oben. Da hat er noch nichts zugeschmeißt, noch nicht zugeschmissen, ne? Gar nichts. Ist doch kein Stein gekommen bis jetzt. Da hast du nur Kies drin. Stein hast du da gar nicht reingemacht, Andi. In diese Liste. Echt? Ja. Ah, in die hintere kommt Stein. Da hast du Pflastersteine reingemacht. Und Kabelstein. Ja, in die hintere. Ja, ich hätte gedacht, hier mit rein, da wo Kies ist. Ja, da kommt dann nur Kies rein. Genau. Aber das Zaun ist ja da unten. Ja, genau. Nun bin ich mal gespannt. Aber guck mal, kein Stau, ne? Gar nichts mehr. So hast du das perfekt beschleunigt, die Scheiße. Ja, wir waren dabei und haben uns darum gekümmert, um zu gucken, ob wir, was wir noch an Mineralien brauchen, Leute. Also, wir haben Irons, können wir uns in dem Sinne aus Eisen machen, hat Andi uns erzählt. Refined Eisen kriegst du aus Eisen. Oder? Genau, Tin haben wir noch. Tin, wir bräuchten 8 Batterien. Wären 32 Tin. Ich muss jetzt echt erstmal ein bisschen Kontrolle machen, ob wir das Tin. Ja, haben wir ohne Ende. Ja, damit können wir uns zuschmeißen mit dem Scheiß. Schön. Ja, Tin haben wir wirklich genug. Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Ja, Eisenerz, also Eisenbarren an, die haben wir eigentlich zu wenig. Das ist wirklich das Hauptproblem, würde ich sagen. Dass wir wirklich zu wenig Eisen haben. Und hier ist wirklich alles drin, ne? Wir haben nur noch 61 Eisen.
wo ist das ganze Eisen geblieben, bitte? Wo geht denn später das Eisen rein? Ach, auch hier. Okay. Okay. Ja, Leute. Ich werde mir jetzt... Oh, es ist dunkel. Wollen wir nochmal schlafen, Andi? Ja. Das ist mein Bett. Ich bin nicht auf dein Bett geklickt. Sah aber so aus. Und ich bin nicht reingekommen in mein Bett. Aber ich glaube, es liegt am Server gerade. Ja. Vielleicht müssen wir den mal restarten oder so. Keine Ahnung. Gebaut haben wir ja schon, ne? Was nochmal, bitte? Ein bisschen gebaut haben wir ja schon seit dem letzten Restart. So, die ersten Steine müssten kommen. Ja. Ja, dann müsste er jetzt eigentlich sein, dass er bei den nächsten Steinen ist. Ich will's hoffen, dass das jetzt so langsam mal anfängt. Ja, noch ist die Erde. Ja, aber es gab so ein paar Ecken schon mit Steine. Hab ich vorhin auch schon gesehen. Ja, das Problem ist wirklich, dass ich, glaube ich, gleich nochmal Spitzhacken baue, die Eimer mitnehme oder vielleicht, dass du die Eimer mitnimmst. Du weißt genau, wie du die Scheißdinger wieder zum Laufen kriegst, Andi. Welche? Die Turtles. So, ja. Dass wir die nochmal zum Laufen kriegen. Weil wir kommen mit den Mineralien nicht aus, Andi. Ja. Ich kann mich zum Bauen. Ich würde jetzt gerne noch eine Solaranlage bauen, vielleicht sogar noch zwei, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Weil ich glaube, wenn wir noch zwei reingehauen haben, ich glaube, dann sollte die Energie ausreichen. Oder? Ich kann es schlecht einschätzen. Ich weiß nicht, wie viel eine Solaranlage macht. Was war das denn? Achso, das ist das Gerät. Ja, und für uns ist es ja nur ein Vorteil, Leute, wenn wir umso mehr Sachen wir haben, umso schneller haben wir Strom, umso schneller haben wir Materialien, umso schneller habt ihr euren Spaß, weil ihr seht, was wir alles bauen. Und daher mache ich jetzt gerade jetzt so ein bisschen Power jetzt hier. Ich habe jetzt lange genug gestanden, ich habe jetzt keinen Bock mehr hier zu stehen. Das muss ich scheiße jetzt hier, jetzt zum Schloss. Oh, brauchst schon die ersten Behälter. Jetzt ist es besser, seit wo du die zugebaut hast. Weiß nicht, ob es bei dir besser geworden ist, aber bei mir ist es besser geworden. Komisch. Aber gut, man muss immer sagen, es sind fremde Komponenten, die in das Spiel eingreifen. So. Wisst ihr was, ich werde jetzt nochmal unten in den Keller gehen, ganz runter. Ja, ganz unten waren wir schon lange nicht mehr, ne? Ja. Haben wir da überhaupt alles abgegrast? Keine Ahnung. Ich weiß es nämlich auch nicht. Wieso ist das so schwarz vor uns? Ich weiß nicht, haben wir jetzt hier wirklich alles abgebaut? Es leckt bei mir. Server will nicht so, wie er soll. Ja. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Oh, hier ist noch eine Treppe. Zurückgelaufen, ich Schwachkopf. Okay, unten haben wir anscheinend wirklich alles abgegrast. Hier ist ja nichts mehr.
Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin am überlegen, Andi, ob wir nicht gerade einen Neustart vom Server machen. Können wir tun. Ja. Weil der kotzt wirklich gerade aus dem letzten Loch. Ich kann nicht mehr weit gucken, gar nichts mehr irgendwie. Ja, dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wir gehen auf jeden Fall hier weiter ein bisschen auf Mineraliensuche. Ich weiß, es ist nicht sehr spannend, aber was sollen wir denn machen? Oh, guck mal da haben wir echt Diamanten liegen gelassen. Waren das Diamanten? Ja. Ich fass es nicht. Hier haben wir 2 Diamanten liegen gelassen. Ich fass es nicht. Also so geht das aber nicht, ne? Nee. Ja, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank und wir hören uns morgen wieder, Leute. Bis denn, ey. Tschüss.